stürzt hier gerade ein unbekanntes Flugobjekt auf die Erde? Zu sehen war dieses erschreckende Szenario an einem späten Nachmittag 2002 in einem kleinen Ort in Kanada. Augenzeugen berichten von einem ohrenbetäubenden Pfeifgeräusch, als sich der riesige Flugkörper der Erde nähert. Der Aufschlag hallte noch Minuten nach dem Einschlag in der gesamten Ortschaft nieder. Weitere Beobachter dieses Schauspiels wollen direkt im Anschluss ein großes Militäraufgebot gesehen haben. Die Regierung schweigt bis heute zu diesem Vorfall. Paranormale Phänomene. Roswell in New Mexico. Der Ort, der in Sachen außerirdische Flugobjekte wohl bislang für das größte Aufsehen gesorgt hat, scheint seinem Ruf für Sichtungen von Raumschiffen auch heute noch immer wieder Zündstoff zu liefern. Wie man bereits damals versuchte, ein UFO als Wetterballon zu identifizieren, gibt man im Jahr 2011 eine ähnlich unverständliche Erklärung für dieses Bild ab. Nachdem sich der Geheimdienst an nichts Derartiges erinnern konnte, fiel einem hinterher plötzlich doch ein, dass man hier ein neuartiges Passagierflugzeug getestet habe. Eine spektakuläre Sichtung in Kanada. Wie auf diesem Foto zu sehen ist, schwebt ein mysteriöses Flugobjekt direkt über den Wäldern des Nationalparks. Jeder, der diesen Flugkörper gesehen hatte, versicherte überzeugt, dass es sich unmöglich um ein gewöhnliches Flugzeug gehandelt haben kann. Der metallische Flugkörper soll minutenlang schwebend in der Luft gestanden haben. Paranormale Phänomene. Die Nachrichtensender in Russland laufen auf Hochtouren und strahlen immer wieder diese Bilder aus. Mitten über der Stadt schwebt ein riesiges dreieckförmiges Raumschiff. Da mehrere hunderte Menschen dieses ungewöhnliche Flugobjekt an diesem Tag aus unterschiedlichsten Perspektiven gefilmt und fotografiert haben, schließen Experten eine Fälschung aus. Dieses dreieckige Raumschiff schwebte tatsächlich über Russland. Doch natürlich steht noch immer die Frage offen, was genau wurde denn hier gefilmt? Noch viel mysteriöser scheint jedoch, dass ein Flugkörper mit dieser ungewöhnlichen Form längst keine Seltenheit mehr für sämtliche Flugsicherheitsbehörden ist. Auch in Taiwan, Hongkong, Afghanistan und sogar in Deutschland wurden in den letzten Jahren Dutzende unbekannte Flugobjekte mit einer dreieckigen Form gesichtet. Was sich am 25. April 2009 am Himmel über Moskau abspielte, wurde von hunderten Zuschauern auf Video aufgenommen. Alle bestaunten das Spektakel in dem Glauben, es handele sich hier um die beliebten Lichtballons, wie man sie von Hochzeiten oder besonderen Anlässen kennt.
Tatsache ist jedoch, dass die Behörde der Flugsicherheit bereits 4 Minuten vor der ersten Sichtung der Objekte das Militär darüber informierte, dass sich mehrere unbekannte Flugobjekte aus dem Weltraum durch die Atmosphäre bewegten und genau auf Moskau zu steuerten. Das Moskauer Militär verfolgte das Spektakel angespannt und wartete ab. 16 Minuten später verschwanden die Flugkörper spurlos.